Ja, ich begrüße alle hier im Presseraum und auch diejenigen, die uns draußen im Stadion noch zusehen zur Pressekonferenz im Anschluss an den fünften Spieltag heute zwischen Arminia Bielefeld und Hannover. 3:3 der Endstand, 25.138 Zuschauer hatten wir zu Gast. Ich begrüße neben mir wie immer die beiden Cheftrainer Daniel Stendel und Rüdiger Rehm. Und auch heute hat selbstverständlich der Gast zuerst das Wort. Dann darf ich Herrn Stendel um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, so viel Positives kann ich heute leider nicht berichten. Ich denke, dass die Moral in der zweiten Halbzeit, der gewonnene Punkt und unsere sensationellen Fans eigentlich das Beste an dem Tag sind. Über den Rest, wie wir ins Spiel reingekommen sind, oder besser gesagt, wie wir nicht ins Spiel reingekommen sind, wie wir uns insgesamt über die 90 Minuten versucht haben, einen Torschancen zu erspielen, das war sicherlich nicht das, was wir können und was wir uns auch vorgestellt haben, was wir uns vorgenommen haben. Die Arminia hat es gut gemacht, hat auf Fehler von uns gewartet, hat die Situation genutzt, auch verdient geführt und wir hatten heute dann zumindest bei den Standards das Quäntchen Glück, um zurückzukommen. Wie gesagt, die Moral nehmen wir mit, den Punkt natürlich auch gerne. Das wird sicherlich mein Kollege anders sehen, aber mehr kann ich eigentlich dazu heute nicht sagen. Ja, vielen Dank, dann kann ich die Frage ja gleich weiterreichen an Rüdiger, ob du es anders siehst. Ich sehe es nicht anders, im Endeffekt halt bloß von der anderen Seite. Für uns ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, ja, dass wir in der letzten Minute diesen Gegentreffer hinnehmen müssen. Wir sind unheimlich stolz auf unsere Truppe, was sie heute abgeliefert hat. Ja. Vor allem erste Halbzeit, glaube ich, war der Fußball, den wir uns auch vorstellen, den sich jeder Fan von uns vorstellt, den ich mir als Trainer vorstelle und vor allem den sich die Mannschaft, glaube ich, auch auf dem Platz vorstellt. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Einzig Ärgerliche ist nur, dass der Halbzeitstand 2:1 war und nicht vielleicht 3:0. Aber das ist Fußball und ich muss mich in jeder Sekunde des Spiels auf die Aktion konzentrieren. Ich darf nicht nachlassen, ich muss immer parat sein, ich muss immer präsent sein. Und die Standardsituationen haben uns heute natürlich ein bisschen einen Strick gedreht, dass wir das Spiel vielleicht noch klarer für uns oder für uns entscheiden können überhaupt. Ja, weil wir natürlich mit Chris Nöte einen Spieler vom Platz nehmen müssen, der im Kopfballspiel natürlich sehr, sehr gut ist. Und genauso dann auch noch mit Andreas Vogelsammer, einen sehr, sehr präsenten Spieler, körperlich sehr, sehr robusten Spieler. Und das war natürlich dann nachher vielleicht auch ein bisschen der Knackpunkt, dass die Standardsituationen dann eben in eine andere Richtung gekippt sind oder das Spiel dadurch in eine andere Richtung gekippt hat. Nichtsdestotrotz, wir sind sehr, sehr positiv. Wir nehmen das Positive mit aus diesem Spiel. Ja, wir wissen, dass wir irgendwann, muss sich dieses Quäntchen drehen. Wir müssen irgendwann dieses Quäntchen auf unserer Seite haben. Da müssen wir dranbleiben, müssen sie uns erzwingen. Fußball ist so. Mal hat man eben das kleine Quäntchen Glück auf seiner Seite, mal nicht. Ich glaube, Hannover 96 hat zweimal auf unser Tor geschossen, wenn ich das hier richtig sehe, und hat 3 Tore gemacht. Das sagt alles. Danke. Ja, danke Rüdiger. Dann besteht jetzt wie immer die Möglichkeit, Fragen an beide Cheftrainer zu richten. Soll es Fragen geben, bitte ich um das Handzeichen. Hier vorne Peter Burkamp, Neue Westfälische. Herr Rehm, vielleicht können Sie was zu den Verletzungen mal sagen. Nöte, Vogelsammer, ich weiß nicht, ob Mack auch verletzt raus musste. Ja, es waren, ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Ich meine, wir müssen auch erstmal die Sachen abwarten. Klar ist bei Chris Nöte was mit der Schulter, bei Vogi war es was mit dem Knöchel. Bei Micha Mack war es auch ein Schlag, den er abgekriegt hat in Richtung Knöchel. Trotzdem haben wir da einfach nicht verletzungsbedingt reagiert, sondern wir mussten reagieren aufgrund der Standardsituation. Und dass Micha Mack jetzt nicht der kopfballstärkste Spieler ist, das brauchen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Und deswegen wollten wir da natürlich nochmal ein bisschen Präsenz bringen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann schließen wir die Pressekonferenz. Es geht ja auch schon am Mittwoch weiter bei Erzgebirge Aue. Ich wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns an dieser Stelle schon Sonntag wieder gegen den Club aus Nürnberg. Vielen Dank.